Hallo, ihr Quirlinge. Dunkel ist's in Harmatan. Die Sterne leuchten vom Firmament und Merit ist noch nicht zu Ende, noch nicht fertig mit seinem Rundgang durch die Stadt und den wollen wir jetzt mal machen. Wir sind hier oben am Tor. Ich will mal versuchen, ob wir hier reinkommen in dieses Militärviertel. Und dann hier noch die linke Straßenseite angucken und dann vielleicht nochmal irgendwo einkehren. Wobei, es ist mitten in der Nacht. Das ist egal. Wenn du müde bist, sag Bescheid. Dürfen wir hier gucken? Was macht ihr da? Ach so, Übungen. Oh, in Rüstung. Ach, ihr armen Schweine. Naja, dann passt ihr auch nicht auf. Uppala, es war die falsche... Ja, falsche Taste. Ja, genau. Alle wach, alle wach. Wir haben ein paar Garbeeren und ein elementarer Widerstandstrank. Das ist aber alles nichts Neues, glaube ich. Da hinten. Nicht. Wer bist du? Hast du ja Verantwortung? Marvit, hi. Die Menschen haben vergessen, dass wir als einer der ersten Regionen von der Plage getroffen wurden. Und wir haben verhindert, dass der Großteil der Horde in den Westen Aureis einfallen konnte. Die Leute neigen dazu, diesen Erfolg allein Elad zuzuschreiben. Und damit haben sie ja nicht ganz Unrecht. Lass doch mal langsam. Die Leute neigen dazu, diesen Erfolg allein Elad zuzuschreiben. Aber du bezweifelst doch gerade, dass das stimmt. Warum sagst du dann im nächsten Teilsatz, und damit haben sie ja nicht ganz Unrecht? Na, wie auch immer. Ach, es geht weiter. Okay. Aber wenn wir die verdammten Dinger nicht so lange aufgehalten hätten, wäre von Aurei nicht viel mehr für ihn zum Retten übrig geblieben. Verdammt nochmal. Möchte was lernen? Etwas lernen? Glaubst du wirklich, du hast das Zeug dazu, den prismatischen Fausthagel zu lernen? Will ich gar nicht. Dazu müsstest du magische Segen mit deinen Fäusten vollbringen und eine vollständige Verschmelzung von Körper und Geist erreichen. Dazu sind nur wenige Menschen fähig. Wenn ich dich unterrichten soll, dann beweise mir, dass du dieser Aufgabe körperlich gewachsen bist. Bring mir ein Stück reines Chitin von einem verbesserten Plagenbiest und der Beweis ist erbracht. Weiter? Okay, also verbessertes Chitin. Ist aber keine Quest jetzt gewesen, erstaunlich. Ist schon wieder hell oder wie? Wer bist du, Viktor Bertelot, Dekan des Militärs. Hallo, Viktor. Ah, ein Besucher in Harmatan. Willkommen. Mein Name ist Viktor Bertelot. Ich bin der Dekan des militärischen Seminars hier. Vergiss nie, das uralte Plateau ist ein äußerst gefährlicher Ort. Wenn du Schutz brauchst, sind die Söldner der Wolfsbande zu deiner Unterstützung da. Ah. Brauche ich nicht, hoffe ich. Wasser war mal nicht. Hier. Da liegt was. Ein Buch. Oder ein Brief in Buchform. Trotz des Wachturms direkt über dem Plagentunnel und der Tatsache, dass der gesamte Tunnel überflutet wurde, gehe ich davon aus, dass sich die Plage über die Nebentunnel durch die Region bewegt. Wir brauchen eine bessere Lösung, um diese Bestien zu verfolgen. Aha. Da sitzt einer drin. Seid ihr ja für welche? Hallo? Das ist sehr gebettelborn. Du spottest über mein Aussehen. Hab ich nie. Also, du spottest über mein Aussehen. Aber schon eine Übungseinheit mit mir könnte dein Leben verändern. Ich werde dich lehren, wie man Blitze schleudert und mit der Eleganz eines Schmetterlings ausweicht. Möchte ich? Schon, irgendwie? Ah, guck mal, hier. Aber dafür brauchen wir solche Kettensprengerpunkte. Also zumindest, um hier dann durchzukommen, durch diese Kette. Und wir haben keine. Boah. Wir könnten hier unten aber irgendwie was lernen. Effizienz. Maximale Ausdauer um 25 erhöht. Das ist gar nicht schlecht. Was ist denn das für ein Schrimp? Sondieren. Ein schwacher Angriff, der die Wachsamkeitsstufe bei einem Treffer erhöht. Entwickelt sich mit zunehmender Stufe zu stärkeren Wachsamkeitsformen. Passive Fähigkeit, die den Widerstand gegenüber der
Verderbnis um 10% erhöht. Metabolische Reinigung. Ah, das sollten wir als tankiger Charakter natürlich haben. Kostet auch nur 100. Ja, will ich haben. Und wenn ich schon mal dabei bin, kaufe ich mir auch gleich die maximale Ausdauer. Also plus 25 Ausdauer. Jawohl. Schön. Ja, das da wäre. Verringert die Abklingzeit aller Fähigkeiten pro Wachsamkeitsstufe um 10%. Ah, das mit den Wachsamkeitsstufen. Achso, brauche ich hier diese Kettenbrecherpunkte, den ich nicht habe. Das mit diesen Wachsamkeitsstufen habe ich jetzt noch nicht so intus, aber das wird sich wohl irgendwie zeigen. Oder ich brauche es nicht. Mal gucken, ob wir da durchkommen. So, wer bist du? Bist du nur ein Lakai, ein Namenloser? Ja, bist du. Oh, Vorsicht. Ach, die ganze Nacht trainieren müsste, armes Schwein. Wie geht's denn hier weiter? Müsste links rumgehen. Jawohl, da geht es auch. Hallo, Schundhaufen und hallo, gemusterte Arbeitshaube, Pilzriegel und einfaches Zelt. Gleich zerlegen dieses Zeug. Da. Die Arbeitshaube geht weg. Da hat irgendjemand sein Zelt und sein Mittagessen und seine Arbeitshaube abgelegt über die Nacht. Und ich gehe hin, heb's auf und zerreiß es. Die hat nichts zu sagen. Das sind irgendwelche Golemse oder ihre Überbleibsel. Ah ja, solche Dinger kenne ich auch noch. Die gab es in Aurei auch, bin auch nicht so häufig. Geht's hier irgendwie nur irgendwo hin? Das ist nicht ganz klar. Aber hier durch, das geht ja. Oh. Nee, geht nicht. Aber die Kamera bzw. das Auge um die Ecke sagt dir auch, da ist nichts. Was du unbedingt haben musst. Häuser? Nein, gibt's auch nicht. Aber hier noch ein Hof mehr. Was Inneres scheint es hier gar nicht zu geben. Nee. Aber das kann alles damit zusammenhängen, dass ich halt diese Hauptquest-Linie hier nicht machen kann. Sondern mir quasi nur als Pauschaltourist das alles anschaue. Ja. Gut. Oh, du bist durstig, Hase. Sag doch was. Ah, dein Mana vergeht auch. Verbranntes Mana. Ah, nicht so schön. Wir müssten vielleicht doch nochmal irgendwo rasten. Bevor wir dann rausziehen in die. Oder auf das uralte Plateau. Oh, hier sieht komisch aus. Naja. Gut. Soweit hier nichts Neues. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, dass wir auf der Seite hier nichts mehr Besonderes haben bis zum Haus des Spielers. Ach ja, der da. Wer bist du? Halt, Moment, doch, dich kann man ansprechen. Aber du bist nur eine Wache, ja. Wachen, die helfen einem. Ich glaube, wenn man dann kann man fragen, was wo ist, dann erklären die einem das. Okay, das ist noch der Pranger. Was ist das hier? Auch nochmal irgendein schwarzes Brett für Zwerge? Oh, wahrscheinlich. Und hier nix. Haus, nix, nee. Oh, ich glaube, das war's. Jetzt geht's gleich raus, also vielleicht nach einer Rast, wer weiß. Dann müssen wir mal ein bisschen Silber für dich verdienen, Merit. Wir gucken schon mal das Haus ein bisschen an, also von außen natürlich nur. Oh, wir haben einen Gärtner. Das ist aber nett. Gehörst du dazu zum Preis? Ja? Kochst du auch? Wäschst du auch? Putzt du auch? Diese komischen Kriechbären. Ich weiß nicht, ob ich es überall einsammeln soll. Bin mir nicht schlüssig, ob ich dieses Verderbniszeug essen soll oder ob ich überhaupt
die Wahl habe, es nicht zu tun. Mal schauen. So, das wäre jetzt einmal die Runde durch die Stadt gewesen. Und es ist eigentlich allerschönstes Frühlingswetter, um rauszulaufen. Wir haben halt gerade nicht wirklich viel Mana. Hm? Was stellt denn verbranntes Mana wieder her? Früher wusste ich das auswendig. Irgend so ein Tee. Beruhigender Tee. Das ist, glaube ich, der Lilane, der da. Wenn du da einen trinkst. Ah ja, guck mal so. Und was macht Mana Regeneration? Haben wir gar nicht, oder? Naja, wir gehen jetzt mal raus, mal ein bisschen gucken. Bis zum ersten technischen K.O. Also, wir gehen erstmal raus zum Laden. Wer weiß, was da in der Zwischenzeit passiert. Achso, hier dahinter war nichts, oder? Oh, nö. Und du bist der Soroboreaner, wenn ich mit dir reden täte und will mit dir reisen. Achso, lass uns reden. Hi. Wie kann ich helfen? Nichts Besonderes. Warte mal, dann will ich doch mal mit dir handeln. Ich habe ja doch wieder irgendwelchen Blödsinn im Inventar. Zum Beispiel so ein olles Zelt. Das brauche ich nicht, das ist viel zu schwer. Kleiner Aquamarin, oder wie das Ding heißt. Genau, winziger Aquamarin, das machen wir auch nicht. Das hier kennen wir schon, kann auch weg. Ja. Na, immerhin ein bisschen was. Handel bestätigen. So. Und was hast du? Du hast einen riesigen Eisenschlüssel. Wofür der war, weiß ich nicht. Ja. Sonst nix. Frage. Nee, nicht Frage. Geht mal raus. Genau jetzt. Ah. Hier geht's noch ein Stück weiter. Oha. Okay, also damit werden wir uns beschäftigen dürfen in den nächsten Episoden. Ich gehe davon aus, dass das hier Harmatan ist. Wenn wir nach oben aus dem nördlichen Stadttor rausgelaufen wären, wären wir hier in diesen abgesperrten Bereich gekommen. Sieht aus wie ein Palast oder sowas. Aha. Und hier unten? Wir müssen jetzt da irgendwo sein. Hier in diesen Ruinen. Ein Stück geradeaus müssten sich so Wege ergeben. Ja, dann haben wir eine ganze Menge Points of Interest, was diese lilanen Schienen oder lilanen Doppellinien sind. Das weiß ich noch nicht. Und hier kann man dann reingehen. Da ist eine andere Karte nochmal hier bei diesen Kreisen. Alte Turbine. Das ist auch was. Und es kann sein, dass wir noch was finden, was so kleinere Höhlen auf der Karte finden, die gar nicht verzeichnet sind. So war das, glaube ich. Merit, bist du noch fit? Also, ich nicht so. Wie zieht man eigentlich die Waffe? Ah ja. Ich stecke mal sie wieder weg. Ach, jetzt habe ich Licht angemacht. Ja. Steuerung? Moment. Einstellungen? Gibt es eine Taste für Waffe wegstecken? Z. Ah ja. Mensch, guck mal. Das wusste ich alles mal, aber irgendwie sortiert das Gehirn solche Informationen radikal aus. Zumindest meins. So, Bären wieder. Und hier in diesem ruinösen Vorhof gar nichts. Mhm. Schaut mal. Ach, diese Linie, die gibt es auch in der Realität. Das ist irgendein Magiefluss. Und sowas ähnliches gibt es auch in World of Warcraft, oder? Moment. Und weiter. Okay, also. Das ist irgendwas Magisches. Oder was Technisches. Ja, wer weiß das schon.
Jetzt Obacht, hier könnten schon die ersten Perlhühner auf mich lauern. Mit verderbtem Schnabel. Ah ja. Immer in die Ecken gucken. Wegen Schundhaufen und geheim verstecken. Aber ich glaube, da ist gar nichts. Und hier ist so eine Art alte, gepflasterte Straße. Oho. Die werden wohl das Plateau durchziehen. Da hinten stark der erste Golem. Kriegen wir den down? Weiß ich nicht. Golem, gegen was bist du? Achso, mal mit mal ein bisschen was futtern. Auf jeden Fall mal so eine Garbärenstulle für die Ausdauerregeneration. Auch ein Schluck Wasser. So, und dann die Segen, die wir da so hatten. Disziplinsegen. Der den physischen Schaden erhöht. Ja. Der frisst wiederum Mana. Nee, gar nicht wahr. Na komm mal her, dich kriegen wir doch irgendwie klein, richtig? Wenn nicht, heilig. Guck, guck. Oh. Wow. Ach so, Rucksack. Da war was. Wir machen dir aber mehr zu schaffen, als ich dachte. Andererseits auch wiederum nicht. Ich habe mit Rucksack gekämpft. Mann, das sollte man nicht tun. Und was bist du? Suchst du hier gerade Ärger? Ich höre dich ganz genau. Oh, das sind zwei. Das ist Zufall, dass wir hier sind. Das ist kein Zufall. Die eine hatte ich gesehen. So. Au. Also ohne meine Rüstung wäre ich jetzt schon tot. Upsala. Aber ich kann auch nicht kämpfen. Zwei Drittel der Gesundheit weg. Scharf. Ich muss wieder lernen, wie das geht. So mit Konterschlag und so, weil sonst ne, wird's doch unangenehm. Also, wir haben es aber überlebt. Merit ist gut gerüstet, auch wenn ihm die Birne dröhnt. Das ist irgendein blöden Effekt. Effekte. Wo sind sie denn? Da. Schmerz. Physischer Widerstand verringert. Naja, gut. Wir müssen mal was essen. Das hätte ich auch vorher machen sollen. Stellt einen Teil der maximalen Gesundheit wieder her. Genau, so, das war das Verbrannte. Und dann nimm mal einen Fleischtopf. Das ist ja gar nicht schlecht. Da hält ich ein bisschen hoch. Genau, ich habe hier irgendwo so eine Fähigkeit. Ne, ich muss da gucken, sonst löse ich die aus. Gegenschlag. Fängt einen physischen Angriff vollständig ab. Trifft den Angreifer und richtet hohen Schaden an. Ja, das muss ich machen. Dann habe ich noch... Also das ist hier das dann, diesen Kreis. Dann habe ich noch dieses rote Katana. Was macht das? Punktion. Nahkampfangriff mit hoher Wucht und hohem Schaden, der Schmerz auslöst. Okay. Und das grüne Katana? Vollkommener Schlag. Dafür brauche ich ja Disziplinsegen. Ausfallstoß, der sämtliche Verteidigung ignoriert und Schmerz auslöst. Okay. Wäre was gewesen, ja. Gut. Disziplinsegen ist vorbei. Ach so, Plünder, natürlich. Was habt ihr dabei? Beast Golem. Der hat Beast Golem Stücke. Das ist eigentlich gar nichts Neues. Beast Golem, sie kennen wir schon. Aus Aurei. Der hat Kristallpulver und solche Titannägel dabei. Und wo ist der dritte? Hier. Schwert Golem. Auch der ist eigentlich nicht neu. Kaputtes Golem Rapier. Oh ja.
Also, es könnte doch den ein oder anderen K.O. geben. Eine Truhe, die hat er bewacht. Wir finden darin Kazitenstiefel. Aufbordsternpilz. Handwerk, galvanische Pistole. Brandmittelangriff, Glühwürmchenpulver und so Zeug. Ich habe auch nichts auf die Waffe drauf geschmiert. Ich weiß nämlich nicht mehr, wogegen die Golems gerade irgendwie besonders anfällig waren. Was kann das sein? Feuer? Gute Frage. Also, wir haben irgend so ein Rezept. Lernendes Mal, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht anwenden werde. Was ist das hier? Verzauberung, Bestie der Last. Ah ja. Säulenplatzierung sagt mir nichts. Aha. Ich kann irgendwas verzaubern. Die Frage ist, warum sollte ich das tun? Was bringt das? Und ich habe Kerzenplattenstiefel und ich nehme an, diese Kazitenstiefel sind... Ach, ich muss aus rollenspielerischen Gründen bei den Kerzenplattenstiefeln bleiben. Selbst wenn die Kazitenstiefel jetzt besser wären, was ich aber auch gar nicht glaube. So, haben wir schon irgendwie was? Was wir brauchen für die Händler? Moment. Wo sind die Questen? Da. Ich soll finden... Mana-Herzbarsch. Das haben wir nicht gefunden. Turmalin, Feuer... Schildgolem-Bruchstück. Wir hatten Biest-Golem und Schwert-Golem, keinen Schild-Golem. Okay, verstehe. Mhm. Na dann, vielleicht finden wir den ja. Moment, nehmen wir die letzte Stulle, die ist eh fast schon ranzig. Und dann trink noch was. Es kann sein, dass Blitz gut gegen diese Viecher wirkt. Ich weiß das wirklich nicht mehr. Also wer noch weiß, was gut gegen diese Golems wirkt, mögst bitte mal in die Kommentare schreiben. Das ist ja etwas, was ich schon mal wusste, aber verdrängt habe. Ich nehme an, dass es Blitz ist oder Feuer. Gift würde ich nicht sagen. Und Eis auch eher nicht so. Da hinten steht was. Bist du ein Gegner? Oder bist du nur ein... eine Skulptur in der Gegend? Was bist du? Ach, du bist nur ein Baumstumpf. Naja, du sahst auch komisch aus der Entfernung. Ja, gut, verstehe ich. Wir sind jetzt irgendwie hier hingelaufen. Und wenn ich jetzt rechts lang laufe, wo wollen wir da zuerst hingehen? Alter Friedhof. Geradeaus, Uhr im Stadtzentrum. Das bist dann wohl du hier. Mal gucken, was es da zu machen gibt. Nix. Also schon was, aber wir kommen gar nicht rein. Ah ne, da ist die Uhr. Ah ja. Ich guck mal gerade, ob hier, wo wir die Truhe hatten, noch irgendwo was ist an der Seite. Irgendein Zugangspunkt. Oder ein Winkel. Nö. Die Gegner kommen übrigens irgendwann wieder. Die respawnen. Für diejenigen, die das Spiel nicht kennen. Ich weiß aber nicht, wie schnell das ist. Das habe ich auch vergessen, wie so viel ist. Im Stadtzentrum. Das ist schief gebaut. Da oben ist eine Plattform. Ja. Warum? Man kommt ja nicht rein. Ist ja alles zu. Oh, hier. Genau. Ja. Dann gehen wir mal zur Uhr. Da ist vielleicht ein größerer, röhrender Golem. Oh, da ist das grünes Gewaber. Ah, das grünes Gewaber. Was macht man denn dagegen?
Das ist so Verderbnisgedöns und Gift. Was habe ich denn da? Damit kann ich Gifte neutralisieren. Naja, das ist nicht das Richtige. Ja, ist es Gift oder ist es Verderbnis? Das ist die nächste Frage, die man sich stellen muss. Und was hilft gegen Vergiftung? Geh mal nur kurz rein, um zu gucken, was es ist. In der Hoffnung, dass ich nicht gleich tot bin. Okay, da ist ein Effekt. Was ist das? Steht da nicht. Unten dieses grüne Sechseck. Es ist kein aktiver Effekt. Mir ist auch nicht so, dass irgendwie was weggehen würde. Ausdauer, Gesundheit oder Mana. Nee. Tja, was macht der wohl? Gute Frage. Nächste Frage. Das hier ist irgendwie Verderbnis. Kann sein, dass hier irgendwie was Besonderes wirkt oder nicht wirkt. Was bist du für ein Pilz? Ein Albtraumpilz. Ich kenne dich nicht, ich pack dich ein. Dann trink mal was. Da oben raschelt was, da ist einer. Muss ich mit dieser Grütze kämpfen? Ich weiß doch gar nicht, was die macht. Das sind auch nur Beast-Golemse. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Guck, guck. Oh. Ah, das war natürlich falsch. Das Timing ist ganz besonders scheiße bei euch hier. Boah. Mann, du nimmst dich in die Mangel, weißt du? Das ist nicht feierlich. Benutzen. Verbannt. So, haben wir noch die Heilung durch die Nahrung? Ja. Ich schmier mal irgendwie was auf die Waffe drauf. Ach nee, kann ich nicht, weil alles im Rucksack. Es sind einige, die das Spiel noch besser können als ich. Sag, was machst du da? Du rennst aber nicht auf mich zu, ja? Du siehst nur, dass dein Kumpel tot ist. Ach, du rennst auf mich zu. Ach, komm halt. Ey, ich blocke, aber nicht in die richtige Richtung. Ja, wiederum war jetzt weniger ein Problem. Je nachdem, wie gut man halt zurechtkommt, ne? Waffe weg. Anlegen. So grundsätzlich geht es mir noch gut, glaube ich. Auch wenn ich nicht weiß, was das Grüne macht. Vielleicht verstrahlt mich das auch. Das ist auch nur so ein... Ja, das sind ja alles nur Beast-Golems. Das ist ja was ich gar nicht brauche für die Händler. Halt. Beast-Golem plündern. Na. So, wir kamen von da unten her, unten links. Irgendwie ist Mana weniger. Warum? Okay, da geht's dann auf die andere Seite. Wieso habe ich den Eissägen? Ah, das ist der einzige, den ich halt hatte. Moment, was macht der eigentlich? Eissägen. Kälte. Frostwiderstand, das ist nicht das Richtige.
Wutanfall, Mana-Stoß, Seele offenbaren. Ach, hier kann man Mana wiederherstellen, richtig, so war das. Da müssen wir einen Toten finden dafür. Oh. Ich bin befleckt, was heißt das? Ich will nicht befleckt sein. Wo ist denn das? Da. Oh, okay. Kriege ich das irgendwie weg? Wie kriegt man das weg, dieses Beflecktsein? Ach so, und ist mal was. Wie bekomme ich Beflecktsein weg? Und nimm bitte noch... Nee, erstmal, ich muss verbrannte Gesundheit wieder herstellen. Verbrannte Gesundheit stelle ich her mit... wieder her mit Mineraltee. Gewürztee, Mineraltee, mach. Genau. Und dann nimm eine Bandage noch. Kann ich eigentlich die Stiefel zerreißen? Wahrscheinlich nicht. Nee, wäre ja auch zu einfach. Also, ja, tote Leute, Seele und Mana wiederherstellen, da war was, richtig. Trinkt Wasser. Es geht zurück. Trinkt ihr einen. So. Was haben wir hier in der Nähe? Was ist das für ein Kammer hier? Ich würde ja mal hoffen, dass das Befleck wieder weggeht, wenn ich eine Weile draußen bin oder draußen außerhalb dieser Verderbnisraste, aber sicher ist es nicht. Hier auf der Seite waren erstmal nur Schildgolemse. Das ist schön, aber auch nicht. Nee, Biestgolemse. Eine Schildgolem hätte ich gerne mal gesehen. Kann ich schreiend davonrennen oder mir überlegen, ob ich den klein kriege wegen Handwerker- und Händler-Quest? Wir haben volle HP. Da ist einer. So, warte mal, jetzt will ich mal was auf meine Waffe drauf schmieren, was vielleicht gegen euch hilft. Was hilft denn gegen euch? Mach mal Feuerlappen. Jetzt habe ich Feuerschaden auf der Waffe. Ey! Merit, der ist woanders. Ja, so muss das laufen. Ja, es war gar nicht schlecht. Ich bin gerade in Wallung, da ist eine Truhe, habe ich gesehen, aber ich will, solange ich Feuerlappen noch drauf habe, noch gerade hier mal gucken. Oh, bist du ein Schildgolem? Nein. Okay, wir sollten ganz schnell weggehen. Lauf, lauf, lauf. Okay, der schmeißt mit Blitzen. Blitze sind doof. Komm mir nicht hinterher. Hallo? Hey, Freund. Aber ich habe ihm ja auch Schaden gemacht. So ein bisschen. Vielleicht muss ich einfach ausweichen. Oh, ich habe ihm keinen Schaden gemacht. Wobei doch, das kriegen wir hin. Okay, das, wenn er dieses prügelnde Ding macht, das ist böse. Okay, drauf achten. Puh, Bandage, das hat mich jetzt einen dicken Heiltrank gekostet. Das geht nicht immer so, weil ich muss sie dann neu brauen. Das waren noch alte Vorräte aus Aurei. Hast du dein Schwert noch? Ja, hast du. War das hier der Obermotz auf der Mauer? Oder gibt es da noch einen? Und was war das gerade? Das kenne ich nicht. Ja, das ist ja nur noch normaler. Das kriegen wir hin. Jetzt bin ich verdorben. Scheiße. Wie mache ich denn... Na, egal.
Alles später. Kuckuck. Ey, kommst du mal wieder hoch da? Nee, kommst du nicht. Ey, Vorsicht. Warte mal. Du kommst ja echt nicht wieder hoch. Ah, dann muss ich... Ah. Ja, ich kann auch den Weg runtergehen, also runterfallen, aber nicht ohne meinen Rucksack. Und vor allen Dingen nicht ohne hier irgendwie noch weiter zu heilen. Wobei ich heile ja noch ein bisschen, aber halt nicht so wirklich viel, habe ich den Eindruck. Wo sind denn die Effekte, Mensch? Ja, noch ein bisschen Genesung 3. Verdorben Hungerrate und Blitzwiderstand. Man kriegt also schneller Hunger. Mhm. Naja, erstmal den Rucksack holen, dann hier plündern und dann dem abgestürzten Schwertgolem hinterher. Ich habe da unten schon in unserem Hinter- und Innenhof irgendwas blitzen sehen. Und hier oben haben wir noch die Truhe. Und dich haben wir auch noch nicht ausgenommen, richtig. So, schulter deine Tonnen an Ausrüstung. Und pack was dazu, nämlich... Ah ja, den halt. Was haben wir hier? Kazettenpistole, leichte matte Kleidung, Sternpilz, Alchemieausrüstung und bekannte Rezepturen. Jetzt habe ich schon übergewicht. Bitte zerlegen. Geht nicht. Ich will das Zeug zerlegen. Geht aber nicht. Das ist schade. Dich kann ich zerlegen. Mach mich das leichter. Nicht unbedingt. Die Pistole ist die teuer. Kann ich nicht sagen. Könnte sein, könnte nicht sein. Ah, Mist. Naja, es geht damit ein bisschen Übergewicht. Ich will auf jeden Fall diesen Blitzetypen plündern. Oh, ich habe jetzt keinen Ausdauerbuff mehr. Ah, das ist schlecht. Die gute Stulle ist nicht mehr aktiv. Ich kann nur durch Trinken jetzt einkriegen. Und durch... Wo durch noch eigentlich? Gekochte Eier oder sowas. Habe ich aber gerade nicht. Das hier stellt verbannte Ausdauer wieder her. Das ist auch wichtig gerade. Ja. So, du bist ein... Ach, ein galvanischer Golem gewesen. Ja, du warst nicht so toll. Palladium-Armband und... Ah, Schildgolem pro Stück. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Interessant. So, jetzt muss ich da runter. Und irgendwie da den Rucksack... Das ist aber doof. Das ist echt doof. Ich glaube, bei dem Kampf würde ich sogar den Rucksack mal sicherheitshalber aufbehalten. Gib dir mal einen Disziplinsegen. Der ist ja schon angegart und den kriegen wir irgendwie hin. Stimmt's? Merit. Ja, kriegen wir hin. Den haben wir hingekriegt. So, weg mit dem Schwert. Schwertgolem plündern. Das Übliche. So, und hier soll man ja irgendwie runterfallen. Um dann wie hier rauszukommen, weiß ich gar nicht. Gibt es hier einen Weg nach draußen? Das überlebe ich nicht. Ja, komm, es muss einen Weg geben. Da ist ein Hebel. Oder? Ja. Interagieren. Was machst du? Machst du hier hinten irgendwas auf? Oh, jetzt bin ich irgendwie vergiftet. Ja, da ist nichts offen.
das belegt man auf jeden Fall. Jetzt bin ich im Inneren dieses Hofs. Wo kam ich denn her überhaupt? Ich würde mal sagen, nach dieser Erkundung der Außenmauern sollten wir auch aufgrund der Uhrzeit, die wir im Spiel haben, Schluss machen und nach Harmattan zurücklaufen, wenn ich das noch überlebe. Ich weiß noch leider nicht. Was ist denn die Richtung? Wir kamen von hier, richtig? Was bist du eigentlich? Das werden wir später feststellen. Ich glaube, wir kamen hier aus dem Eck. Ja. Gut, also oben einmal rundherum sind wir gelaufen. Der Hebel ist auch umgestellt, was auch immer mir das nutzen mag. Aber ich glaube, das sehen wir dann beim nächsten Besuch. Erstmal muss ich jetzt gucken. Ach so, dieses klagende rote Symbol unten ist die Fortsetzung von Befleckt und Verdorben, oder wie? Ist das so? Ich bin entweiht. Okay. Das ist ein scheiß Debuff. Wie kriegt man den weg? Wobei, im entweihten Zustand hat man einen fäulnis Widerstand. Und fäulnis Schaden kann man mehr machen. Das ist ja auch nicht so schlecht. Trotzdem, wie bekommt man dieses Entweiht weg? Das wäre noch wichtig zu wissen. Ansonsten würde ich die Beute des ersten Ausflugs jetzt gerne auch mal in Richtung Harmattan schleppen zum nächsten Händler. Und wir haben ja das eine Bruchstück, was der eine Händler haben wollte. Oder der Schmied oder irgendwer. Dann gucken wir mal, was das alles an Silber gebracht hat. Also das war schon nicht ganz ungefährlich. Wenn man da als Dupe reinstolpert, dann keine Chance gegen diesen Blitztypen. Wenn man natürlich weiß, dass man sich gegen Blitz schützen kann und muss, was ich auch irgendwie gekonnt hätte, stimmt's? Warte mal. Man kann sich doch vor Blitz schützen. Ich habe Kältesegen. Oh, es gab Blitzeinflößen. Hier Blitz. Ich kann Blitzschaden auf meine Waffe drauf machen. Das ist aber nicht das, was dem interessieren wird. Na, gute Frage. Irgendwie kann man auch was benutzen aus meinem. Aus meiner Minibar hier, was mir Blitz. Was mir Blitzwiderstand gibt, glaube ich. Hier. Frosttrank, Gebräu, also Kältetrank. Sowas in Blitzform. Das ist aber auch Eisfirnis. Naja, muss ich mal schauen, ob ich sowas habe oder ob ich sowas herstellen kann. Es gibt ja noch deutlich mehr Tränke, als ich jetzt dabei habe. Ja, das geht. Ein Alchemie-Set und die notwendigen Zutaten und natürlich auch die Rezepte machen es möglich. So, laufen wir jetzt in die richtige Richtung? Ich denke schon. Dann frage ich mich, ob dieser Entweihzustand von alleine weggeht oder halt nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Jetzt bist du auch noch nass. Keine Episode Gwirrplay von Outward ohne Regen. Hm? Habe ich verstanden, Spiel. Dankeschön. So, rein in die gute Stube. Und dann erstmal gucken, welcher Händler wollte denn eigentlich dieses Zeug haben. Hier. Waffenladen Mark von Harmattan. In dem Waffenladen kann ich auch gleich die kaputten Golem-Rapiere verkaufen. Das passt doch ganz formidabel. Waffenladen war. Warst du das hier? War auch so Waffen? Ja? Ah ja, bestimmt. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Danke, Merit. Das werde ich nicht vergessen. Hier, ein kleines Etwas als Belohnung. Ein Eisenarmband und 50 Silber. Okay, und ich möchte gerne mit dir sprechen. Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Also verkaufen eigentlich. Das ist nur 6 Silber wert. Das ist doof. Aber so eine Pistole ist immerhin 48 wert. Das ist schön. Leichte, matte Kleidung weg. Stiefel weg. Laterne brauche ich natürlich. Einmal Alchemieausrüstung doppelt weg. Die beiden Rezepte, die ich bereits kenne, weg.
Brandmittel. Das ist für Fallen, glaube ich. Weg. Eisenarmband. Wird zur Herstellung von Faustwaffen verwendet. Palladiumarmband. Ah, weißt du, weg. Ich baue jetzt erstmal das Haus. Nägel, Palladium, weg. Palladium-Bruchstücke. Ah, wir kommen ja in die Nähe der 500. Das freut mich. Oh, wir haben Dübelhörnchenpulver. Woher denn das? Naja, noch irgendwas, was auf jeden Fall weg kann? Oder das Alpha-Fleisch müssen wir dringend bearbeiten. Also verarbeiten. Ja, das war ja erstmal so das Gröbste, was wir hier irgendwie hatten heute. Was besonders Teures zu verkaufen, habe ich auch gar nicht mehr. Ja, die Kriechbeeren, die tue ich mal weg. Den komischen Kürbis auch, ist alles viel zu schwer. Kristallpulver, das ist relativ viel wert. Haben wir auch häufiger gefunden. Tun wir auch weg. Jetzt wären wir schon über den 500, aber ein bisschen Spesengeld hätte ich ganz gern noch. Glühwürmchenpulver, brauchen wir das wohl jemals? Hier, ich glaube, ich verkaufe dir wirklich diese Palladium-Bruchstücke. So. Wenn ich jetzt den Handel betätige, haben wir 584, ja, es ist nicht schlecht. Danke dir, sind auch nicht mehr überladen, sehr schön. Dann füll mal deine Wasserschläuche auf. Das müsste alles voll sein, jawohl. Und dann gehen wir das Häuschen kaufen. Und legen Merit mal in die Haia. Annabelle, hallo. Annabelle ist weg, wir haben den Schlüssel zum neuen Häuschen. Haus des Spielers. Und sagen Hallo, willkommen in Harmatan. Jetzt ist erst richtig die Ankunft des Merit in Harmatan erledigt. Wir haben hier frische Sahne und Karamellkuchen. Das ist aber alles nett, Annabelle. Was haben wir da? Bozumilch. Auch neu. Und Zucker. Was ist ein Bozu? Und warum gibt er mehr Milch? Ah, hier können wir kochen. Ja, sehr schön. Weizen. Mehl. Aha, ja. Gut. Ich hätte ganz gern irgendwo eine Alchemiestation aufgebaut. Jetzt habe ich die doppelte natürlich verkauft. Oder haben wir hier irgendwo eine? Was ist das da? Das ist eine Karte. Ah, da ist Harmatan. So, linke Mitte. Oben wäre Tramontan. Rechts Mariban und so weiter. Das sind alles nur Orte, die wir aber nicht bereisen können. Also Lore-Orte. Ah ja, hier kann man schlafen. Und alchemieren. Sehr gut. Was haben wir hier? Dunkler Stein. Und reines Chitin. Oho. Reines Chitin. Ist das nicht das, was die eine wollte? Jetzt haben wir das auf sehr friedliche Weise bekommen. So, hier können wir alchemieren. Aber ich habe gerade ja gar nichts so richtig. Also, was ich brauen kann. Da oben die gar nicht brauen für die unteren. Ah, hier Fluchreiniger. Seltsames Gebräu, das die meist negativen Auswirkungen aufhebt. Frage. Damit dieses Gesicht unten, geht das damit weg? Fluchreiniger? Mag checken. Nee, es war irgendwie klar. Wir brauchen also irgendeinen Trank, der dieses Zeug da unten wegmacht. Das nervt mich nämlich jetzt schon. Und ich brauche irgendwas, was mir Blitzwiderstand gibt. Aber ich weiß auch nicht mehr so genau, was das eigentlich alles gewesen sein soll. Jedenfalls kann Merit sich mal in die Koje hauen. Das sollte er auch tun. Das blaue Bett natürlich. Das war ein Schrank. Schön. Wer bist du? Oh. Über die Dekoration möchte ich mich nicht äußern.
So, genau, das ist das Haupthaus und wir haben da unten noch einen Keller. Ja. Ach so, und kochen wäre noch interessant. So ein Alpha-Sandwich. Ah, wir brauchen Brot. Kann ich Brot backen? Nee, kann ich nicht. Das ist... Nee, kann ich wirklich nicht. Alpha Jerky ist doof. Aber wir haben ja hier die schöne Truhe. Da kann ich das Alpha-Ding jetzt erstmal reintun. Dann wird es nicht schlecht. Also, das Alpha-Fleisch ist nämlich doch einiges wert. Sonst muss ich einen Alpha erlegen und das ist nicht so einfach. Wo ist das Alpha-Fleisch? Da. Das geht nämlich sehr, sehr schnell kaputt. Ja, Mehl. Tu erstmal da irgendwie alles rein. Sternpilz. Zucker ist zwar... Zucker verdirbt nicht, das stimmt, ja, richtig. Weizen verdirbt offenbar auch nicht. Diese Verzauberung packe ich auch mal da rein. Reines Chitin. Was können wir dieser Tante da bringen, damit die mit uns redet? Stechblatt. Dunkler Stein. Auf jeden Fall hier erstmal ein bisschen entrümpeln. Krimpnuss. Die Garbeeren auch wegtun. Die werden auch nur schlecht. Bozu-Milch. Die ist auch schon in dem Moment. Also, wir haben die vor ein paar Minuten erst bekommen. Und da ist schon so hinten so eine Pixelreihe schon irgendwie verdorben. Das geht echt schnell offensichtlich. Ja, ist halt Milch. Albtraumpilz. Ein giftiger Pilz, der den Geist stimulieren kann, wenn er sorgfältig gekocht wird. Okay, das versuchen wir mal noch. Der Rest bleibt erstmal so, wie er ist. Und jetzt geht's. Ah, ne, kochen heißt ja eigentlich Küche. Da habe ich den Pilz kochen. Neues Rezept hier. Gegrillter Albtraumpilz. Aha. So, was macht das? Das Grillen dieses Pilzes hat das Gift in eine Substanz umgewandelt, die das Bewusstsein steigert. Heißt? Das heißt, Bewusstsein steigern. Also er ist jetzt nicht mehr giftig, richtig? Ach, das ist dieses Wachsamkeitszeug. Verlängert die Unverwundbarkeitsdauer beim Ausweichen, macht dich aber anfälliger für Schaden. Das will ich ja eigentlich gerade nicht, weil ich so ein Tankie-Charakter bin. Ich will ja gerade alles haben, damit ich nicht Schaden fresse. Ja? Also Schaden reduzieren, Resistenzen und Immunitäten aufbauen, das ist so Merits Weg. Und gleichzeitig noch irgendwelche Regenerationen im Hintergrund laufen haben, damit, wenn doch Schaden durchkommt, das irgendwie gleich wieder weggeht. Das hier ist, glaube ich, mal so was Mönchischartiges spielen will. Das korrespondiert auch mit diesem Glockensymbol so ein bisschen. Da kann man... Ja, Katzen gleich ausweichen, so waffenloser Kampf und solche Geschichten. Also wenn man einen Arik spielen würde, wäre genau das dasjenige, was man da braucht. Aber für Merit ist das, glaube ich, nichts. Deswegen packe ich die Pilzies, die albtraumhaften Seuche, gleich mal da rein. Vielleicht brauchen wir noch für irgendwas. Das Omelett wandert auch mal dahin, wenn wir haben hier diesen Fleischtopf. Und davon tue ich auch mal die Hälfte rein. So. Auch Wurz, auch mal Proviant auch. Den werden wir erstmal nicht brauchen. Sternpilz. Fettfarm, Glühwürmchenpulver, Lebkrauti. Ah, die Lappen, Vorsicht. Chitin werden wir erstmal dann mitnehmen zu der Lady. So. So ungefähr stelle ich mir das vor. So. Und von euch, liebe Wissende, hätte ich gern folgende Informationen. Erstens, wie wird man dieses Verderbniszeug, diese Entweihung wieder los? Was muss man dafür tun? Geht das überhaupt? Wenn ja, wie? Und zweitens, gegen diese Golemser, gegen den Beast-Golem, was ist da die richtige Waffenverzauberung? Ich weiß es nicht mehr. Was ist gegen den Schwert-Golem die richtige Waffenverzauberung? Ich weiß es nicht mehr. Und wie kriege ich gegen den galvanischen Golem, der ja mit Blitzen um sich wirft, wie kriege ich eine Blitzresistenz auf mich drauf? Habe ich da irgendeinen Zauber? Habe ich da irgendeinen Trank oder so? Ihr wisst das vielleicht besser als ich selber. Ja. Mal gucken, ob da jemand helfen kann. Und damit ist diese Episode zu Ende. Es nimmt jetzt langsam Fahrt auf hier, dieses Let's Play von diesem DLC von Outward. Und wie es weitergeht mit einem Merit, der ein bisschen schlafen muss und dann weniger wachsam wird,
sehen wir dann im nächsten Teil. Bis dahin.